herzlich willkommen zu deinem neuen Video. Heute fahre ich zum allerersten Mal mit dem neuen Metrobus auf der Linie M1 hier von Düsseldorf Benrad, vom S-Bahnhof Benrad bis zur Burg Müllerstraße oder so. Und die Haltestellen wurden schon mit dem großen M-Logo beklebt und laut dem Anzeiger kommt der Bus jetzt sofort. Denn ab heute fahren drei oder sogar mehrere Metrobuslinien hier durch Düsseldorf. Die M1 fährt von Freiligerplatz über Unterrad, Rad bis nach Düsseldorf-Benrad, und davon kommt der Bus schon. Steigen wir ein. Und hier darf man an jeder Tür einsteigen. Die Tür öffnet sich. Metrobusse haben hier auch einen WLAN, auch einen kostenlosen WLAN-Hotspot. Das ist natürlich ein nicht traurer Fuß, wenn man da auch keine alkoholischen Getränke nehmen oder man mit Speisen, mit Beispiel Pommes. Und die Einbahn im Prinzip im Mitglied im Geschäftsbuch und bei Uhr, wo es war, wenn man muss natürlich auch eine Video überwacht. Probieren wir jetzt im Moment ein Ticket aus. A3. Keine Mastercard-Akzeptanz vorhanden. Ich weiß nicht, auch nicht, ob Maestro akzeptiert wird. Die automatischen Nebenkarten, auch hier so Münzen sowie Banknoten. Hat den Vorgang abgebrochen. Bezahlen müssen sich hier gesteckt zu bezahlen. Aber wenn wir eine Karte haben, dann müssen wir schon eine Fahrkarte haben. Brechen wir den Vorgang ab. Akzeptiert. Dann setzen wir wieder hin. Und die Busse, die wir zum Heim waren, vor wenigen Wochen angeschafft, schon vor mehreren Monaten bestellt, und seit wenigen Wochen sind sie unterwegs. Erstmal auf normalen Stadtlinien und seit heute ausschließlich auf dem Metrobuslinien. Ich bin hier noch nicht allein gefahren. Über Rad, vielleicht nach Rad Mitte. Die Metrobusse haben hier auch eine Klimaanlage und drin nicht einfach
ist vorhanden. Also die Wacker müssen mit der Geocard meist hoch die wir wissen haben. Ich habe mit der Mastercard habe ich das nicht getestet. Habe ich die Mastercard zu Hause vergessen haben. Den ich nicht vergessen, wenn sie zu Hause gelassen haben. Radmittel S-Bahnhof. Steigen wir nicht drauf. Ja, yeah.
man den Motor, das ist hier ein stehender Motor, und überall im Bus sind Videokameras. Sowohl an den Türen als auch an der Decke. Im Bus gibt es kostenloses WLAN. Voll begeistert. Ich denke, es wird zu hohe Spannung und Kabel. Metrobus, weniger Stopp, mehr Go. So lautet der neue Slogan. So sieht der Metrobus von hinten aus. In einer Minute kommt diese U-Bahn. Da vorne kommt schon diese Straßenbahn. Ich beende das Video hier. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Aber Moment, wenn wir wieder hinten lang laufen, zur Ampelanlage. So sieht das jetzt aus. Hier am Staufenberg, ja. Hier am Staufenplatz. Und das war's.